Hi, ich bin Jonas von Kraft- und Konditionstraining Frankfurt und in diesem Video möchte ich euch eine Trainingsmethode vorstellen, die sehr gut dafür geeignet ist, um Schmerzen, die durch ein Patellaspitzensyndrom, eine Patellatendinopathie bzw. ein Jumper's Knee auftreten, zu reduzieren. Das heißt, diese Methode ist vor allen Dingen für Sportler interessant und Athleten, die jetzt nach dem Lockdown wieder am Spielbetrieb teilnehmen, die möglicherweise schon länger an einer Patellatendinopathie leiden und darauf angewiesen sind, mit Schmerzen am Ligabetrieb und Trainingsbetrieb teilzunehmen. Und im Anschluss an die Vorstellung dieser Trainingsmethode werde ich euch noch eine Übung zeigen, die sehr praktikabel ist, also einfach einzusetzen ist, mobil ist und auch relativ günstig in der Anschaffung ist. Und hier schon mal der Hinweis, am Ende des Videos wird es ein Gewinnspiel geben, wo ihr das Equipment für diese Trainingsübung gewinnen könnt. Kommen wir jetzt zur Trainingsmethode. Die Methodik selber wurde durch zwei Forschergruppen untersucht, einen in Australien und einen in den Niederlanden, und konnte sehr eindrücklich zeigen, dass isometrische Kontraktionen, also Arbeitsweise der Muskulatur, während sie eine Haltearbeit ausführt, zum Beispiel die Rumpfmuskulatur bei einem Unterarmstütz, einen analgetischen Effekt auslöst. Analgetischer Effekt bedeutet einen schmerzlindernden Effekt. Und diesen Umstand können wir uns sehr gut zunutze machen bei Patellatendinopathien. Das bedeutet, bei einer bestimmten Haltedauer und ganz wichtig, bei einer definierten Intensität von 70-80% der Maximalkraft, der isometrischen, kommt es im Gehirn zu Veränderungen der Schmerzwahrnehmung. Es gibt zwei, und die meisten, die von einer Patellatendinopathie betroffen sind, werden diese Erfahrung gemacht haben, zwei sehr negative Auswirkungen von Schmerzwahrnehmung. Die erste ist, dass sich die Bewegungsmuster während der Ausführung der Sportart oder bei schmerzhaften Bewegungen, zum Beispiel auch im Krafttraining, die Bewegungsmuster sich verändern. Das heißt, die Koordination wird angepasst. Ich persönlich habe das selber im American Football erlebt, dass ich nach dem Drive vom Feld gejoggt bin und auf einmal auf der betroffenen Seite zum Vorfußläufer wurde, während ich auf der anderen Seite immer noch mit der Ferse den Boden getroffen habe. Und das Ganze passiert unbewusst. Das heißt, man stellt das auf einmal fest, dass sich diese Bewegungsstrategien verändern. Und die sind natürlich dann auch immer suboptimal unter Schmerzeinfluss. Und der zweite Effekt ist, dass im Motorkortex, also im Gehirn, vermehrt sogenannte inhibitierende Signale ausgesendet werden. Inhibitierend heißt hemmend. Das bedeutet, dass auch mein Power-Output, also meine Schnellkraftfähigkeit und meine Kraftfähigkeit, also die Maximalkraft, die ich erreichen kann, ebenfalls abnehmen und somit natürlich die Leistung reduziert wird. Und die Übung, die ich euch gleich vorstellen werde, noch in dem Video, ist halt eine sehr gute Möglichkeit, diese analgetischen Effekte praktikabel und quantifizierbar, also die Intensität feststellen, einzusetzen vor dem Training, vor dem Match etc. Aber ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist noch der Hinweis, dass diese Trainingsmethodik, die den analgetischen Effekt auslöst, nur ein Symptom einer Patellatendinopathie adressiert, für einen kurzen Zeitraum, also akut reduziert, 45 Minuten bis 2 Stunden, dann kommt der Schmerz auch langsam wieder, und nicht die Ursache der Patellatendinopathie behebt. Das heißt, es wird ein sehr erleichterndes Gefühl sein, wenn der Schmerz weggeht, aber seid euch gewiss, er wird wiederkommen. Um eine Patellatendinopathie zu rehabilitieren, also ursächlich aufzulösen, benötigt es einen wesentlich längeren und komplexeren Ansatz. Dafür habe ich ein Jumper's Knee-Protokoll geschrieben und den Link dazu habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und das ist wichtig, dass ihr diesen Unterschied versteht, weil eine Patellatendinopathie ist ein sehr zähes Krankheitsbild, was eben grundlegend aufgearbeitet werden muss. Kommen wir jetzt zu den Belastungsparametern der Methode, zum Abschluss des Theorieteils. Und zwar, die Methode wurde so untersucht, dass 5 Sätze a 30 bis 45 Sekunden isometrischer Kontraktion bei 70-80% der Maximalkraft diesen analgetischen Effekt auslösen. Wenn wir jetzt von einer Patellatendinopathie sprechen, ist noch wichtig, dass diese Kraft bei einem Kniegelenkswinkel von ungefähr 70 Grad ausgeführt wird und dass wir halt eben auch wissen, was die Maximalkraft eigentlich im Moment bei dem Zustand der Sehne ist, damit wir diese 70% auch einleiten können. Ein wichtiges Detail ist noch, dass theoretisch 70% der Maximalkraft im Durchschnitt für 45 Sekunden gehalten werden können. Wer sich aber mit Krafttraining auskennt, weiß, dass auch der Trainingszustand des Athleten da eine Rolle spielt. Und wenn ich jetzt einen Schnellkraftsportler habe, wird der definitiv nicht oder wahrscheinlich nicht seine 70% für 45 Sekunden halten können. Auf der anderen Seite ein Ruderer zum Beispiel wird wahrscheinlich wesentlich länger halten können. Also das sind nur Durchschnittswerte und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Möglichkeit haben, diese Kraftwerte, also die Intensität,
zu quantifizieren, also messen zu können. Dazu mehr gleich in der Übungsausführung. Die Satzpause beträgt zwischen diesen 45 Sekunden, 30 bis 45 Sekunden Haltedauer, immer 2 Minuten. Okay, kommen wir jetzt zur Übungsausführung, wie diese Trainingsmethode angewandt werden kann. Hier gibt es verschiedene Ansätze. Zum Beispiel habe ich in dem ersten NiHeP-Protokoll, was ich während dem ersten Lockdown veröffentlicht habe, mit dem Wandsitzen gearbeitet. Eine andere Übung wäre der sogenannte Spanish Squat oder, und das ist wohl die effektivste Form, man kann einfach an einen Beinstrecker oder eine Beinpresse gehen. Diese Übungen haben alle Vor- und Nachteile. Das heißt, das Wandsitzen und der Spanish Squat sind zwar sehr mobil, man braucht wenig Equipment, aber es gibt keine Möglichkeit, hier die Intensität zu tracken, also zu quantifizieren, objektiv festzustellen. Beim Beinstrecker und der Beinpresse kann man das über die Haltedauer und das verwendete Gewicht sehr einfach machen. Aber die sind natürlich nicht sehr mobil und praktikabel im Einsatz. Das heißt, auf dem Feld, bevor ihr Training habt oder bevor euer Match losgeht, könnt ihr keinen Beinstrecker einsetzen. Und hierfür gibt es einfach 2 einfache Lösungen. Das heißt, ihr braucht mindestens einen Spanngurt. Den könnt ihr euch einfach im Baumarkt oder bei Amazon besorgen. Da solltet ihr nur darauf achten, dass der Spanngurt ausreichend Zugkräfte aushalten kann. Ich würde hier immer auf mindestens 300 Kilogramm gehen. Und das ist das Mindeste, was ihr benötigt. Und um diese Trainingsreize, die Intensität quantifizieren zu können, braucht ihr noch eine Kranwaage. Das ist wie eine Kofferwaage, ein Instrument, um Zugkräfte zu messen, hält nur wesentlich mehr Zugkräfte aus als eine Kofferwaage, in dem Fall bis zu 500 Kilogramm, das ist absolut ausreichend. Und diese beiden Equipmentteile in Kombination sind sowohl praktikabel einsetzbar, sie sind klein, passen in jede Sporttasche, durch die Kranwaage sind die Reize auch quantifizierbar und objektivierbar und damit einfach einzusetzen. Und wie die ganze, der Aufbau und das Setup funktioniert, zeige ich euch jetzt. Okay, kommen wir jetzt zum Setup der Übung. Dafür nehmt ihr den Spanngurt und ihr stellt ihn auf eine Länge ein, die, wie ihr gleich sehen werdet, 70 Grad Kniebeugung zulässt, bei euch individuell. Das kommt immer auf eure Beinlänge drauf an und so weiter. Das heißt, ihr legt eine Schlaufe und in diesem Fall ist dann die Kranwaage hier anzubringen mit den 2 Haken des Spanngurtes, wodurch die Zugkräfte auf der Kranwaage gemessen werden, die ihr später, ich zeige das gerade mal, die ihr später durch eure Beinkraft aufbringen werdet. Okay, wie ihr euch jetzt in das Setup hineinbegebt, ist wie folgt. Ihr setzt euch in diese Schlaufe des Spanngurtes zusammen mit der Kranwaage rein, legt den unteren Teil um die Mitte eurer Fußsohle und den oberen Teil um euren Beckenkamm. Dann verbindet ihr die 2 Haken mit der Kranwaage. Und hier ist es nochmal ganz wichtig, darauf zu achten, dass der Kniewinkel 70 Grad beträgt. 90 Grad wäre ein rechter Winkel, also etwas kleiner. 0 Grad wäre ein vollständig ausgestrecktes Bein, also etwas mehr als 90 Grad gebeugt. Und wie ihr jetzt seht, kann ich mit etwas mehr Druck und Druck und Druck, wenn das System auf Spannung gekommen ist, immer mehr Kraft in den Spanngurt einleiten, der dann in der Kranwaage angezeigt wird. Jetzt ist das erste Wichtige, was ihr machen solltet, eine Art Maximalkrafttest, eine Art isometrischer Maximalkrafttest. Das heißt, die Kranwaage ist eingeschaltet, ihr sitzt in der Position im Setup, fangt langsam, sehr wichtig, langsam an, Kraft aufzubauen, immer mehr einzuleiten in das System und natürlich schmerzabhängig schaut ihr, wie viel Kraft ihr in das ganze System bringen könnt. Was jetzt bei mir um die 100 Kilogramm waren, kommt langsam raus. Eventuell ein Handtuch hinten um den Beckenkamm legen, macht es wesentlich angenehmer. Und damit wisst ihr, wie viel oder wie hoch eure Maximalkraft, zumindest die, die schmerzabhängig von eurer Sehne möglich ist, aktuell beträgt. Wenn ich 100 Kilogramm gerade ins System einleiten konnte, bedeutet das für die Trainingsmethode, dass ich 70% davon nehmen muss. Also sehr einfache Rechnung, 70 Kilogramm. Diese 70 Kilogramm sollte ich dann im Anschluss als Trainingsintervention vor dem Spiel, vor dem Training und so weiter für 5 Sätze à 45 Sekunden halten und dazwischen 2 Minuten Pause machen, so wie ich es in dem Methodenteil schon erklärt habe. Das Ganze würde dann einfach so aussehen, ich komme auf den Trainingsplatz, ich begebe mich in meine Position, 70 Grad Kniewinkel, Kranwaage ist eingestellt, ich nehme mein Handy, mache die Stoppuhr an, lege es daneben, gehe in das System rein auf 70 Kilogramm und werde diese 70 Kilogramm 45 Sekunden halten. Kommen wir jetzt zum Abschluss noch zum angekündigten Gewinnspiel. Und zwar verlose ich einen
kompletten Satz des Trainingsequipments, wie ich es eben vorgestellt habe. Das heißt einmal die Kranwaage bis 500 Kilogramm und einmal den Spanngurt. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist unter dem YouTube-Video bzw. unter dem Instagram-Video-Post einen Kommentar zu verfassen. Und alle, die mich kennen, wissen, dass ich diese Social-Media-Mechanismen nicht mag. Und deswegen, ihr müsst niemanden verlinken, ihr müsst nichts weitersenden. Und das Einzige ist, der Teilnahmeschluss ist der 9. Juni 2021. Viel Glück dabei!